Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und ich mach die Lampe mal ein bisschen. So, jetzt sieht man mich ein bisschen besser. Das ist immer, wenn hinten das Licht ist, dann fuckt es hier vorne voll ab. Kniebeugen waren dran, meine Freunde. 147, 5 Wiederholungen, 6 Sätze. Der erste Satz war noch so ein bisschen off. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und ihr seht, die Intensity wird hochgehoben, meine Freunde. Ich glaube, vor 2-3 Wochen waren wir noch bei 122,5, 6 Wiederholungen, 6 Sätze. Und jetzt sind wir bei knapp 150, 5 Wiederholungen, 6 Sätze. Und hier die Seitenansicht, ja, Tiefe stimmt. Und Speed stimmt auch, wie man sehen kann. Ja, bin ganz zuversichtlich. Nächste Woche geht es dann mit dem neuen Plan los, also mit dem, was heißt neuer Plan, neuer Cycle. Und da wird das Volumen aufgestockt. Da mache ich ein Video zu. Da wird einiges revealed, meine Freunde. Nächste Woche geht's ab. Ich habe mir jetzt auch bei Amazon direkt auch hier diese Bänder gekauft. Diese Strength Shop Bänder, die auch in meinem Amazon Shop sind. Und da werde ich dann auch wieder mit Bändern arbeiten. Eventuell baue ich mir noch so eine Kette. Suche ich mir im Knauber irgendeine Kette. Und baue mir da was Feines, ehe ich mir so eine Kette kaufe. Die sind ja richtig teuer. Baue ich mir da irgendwas Feines vielleicht. Schauen wir mal, wie das dann bis dahin auch mit Shoulder und so aussieht, ne? Wie die bis dahin funktioniert. Ja, ich hatte nur eine gute Rap. Nur eine gute Rap und die ist im 5. Satz. Die kommt gleich. Das ist die erste. Ich brauche viel mehr Volumen. Ich werde im nächsten Cycle 3-mal die Woche Kniebeugen machen. Schon mal als kleines Preview. Die Trainingsvideos möchte ich klein halten, kurz halten. Die werden ab demnächst nur so 3-4 Minuten sein. Also länger will ich da euch da nicht dran halten. Ja, wenn vielleicht mal was ist, das werdet ihr heute auch sehen. Warte, jetzt die erste Rap. Die ist schön kontrolliert. Zack, genau bis zu dem Punkt und hoch. Was heißt, das war die beste Rap. Das war die kontrollierteste Rap, möchte ich mal sagen. Ja, ich habe mich da nicht reintroppen lassen oder so, das war die kontrollierteste Rap. Im 6. Satz seht ihr noch, wie ich mich vorher vorbereite, das Mentale und so. Vielleicht interessiert das ja ein paar, was ich davor mache oder wie ich an die Stange rangehe. Also meistens stehe ich so bei den Gewichten dann schon so eine Minute vorher oder 45 Sekunden schon, um meinen Kopf klar zu kriegen. Brauche ich dann schon meistens, vor allem wenn ich keine Musik habe und so, dann ist das immer ein bisschen schwieriger. Da seht ihr es von vorne. Der Satz ist aber für den Arsch. Bei der dritten Wiederholung ist mir die Hose gerissen. Und dementsprechend sieht auch die vierte und die fünfte Wiederholung aus. Da habe ich versucht, nicht mehr so tief zu gehen und dann drehe ich mich voll rein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, da bin ich ein bisschen aufgekommen. Aber egal, nichtsdestotrotz, was wollte ich sagen? Genau, ich versuche die Videos klein zu halten. Das werdet ihr heute auch sehen. Ich habe auch ein bisschen Mobility Work gemacht. Da mache ich auch ein Video zu, erkläre dazu ein bisschen was. Vielleicht für einige ganz interessant. Ich hätte das ja sonst immer nur laufen lassen. Und die Tutorials, die kommen auch, die kommen, Freunde. Ich suche mir halt was, wo ich das richtig gut machen kann. Ich habe einiges in Planung, meine Freunde. Ist einiges in Planung und ich denke mal, wenn es so weitergeht, dass wir dann auch demnächst mal schöne Gewichte dabei haben. Bin im Moment halt daran am Arbeiten, die Rotation rauszukriegen. Und jetzt bei der Rap ist mir die Hose gerissen. Passiert, meine Freunde. Heute Abend ist Kartfahren angesagt. Ich hole die GoPro mit. Ich hoffe, ich kann die irgendwo anbringen. Dann bekommt ihr noch ein kleines Kartfahrvideo, wie ich da bisschen rumballer. Mit den Verbindungsleuten, meine Freunde. Ich bin zwar nicht mehr auf dem Verbindungshaus. Bin Verbindungsfreund jetzt. So ist mein Status gerade. Aber natürlich mache ich noch was mit den Jungs. Und das machen wir heute Abend. Und dann bekommt ihr auch ein bisschen was davon mit. Ja, wenn ihr Anmerkungen habt, irgendwie Ideen noch so, schreibt es mir immer in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare. Die meisten beantworte ich sogar. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.